So, einen wunderschönen guten Tag auf unsere Tage der Bildung von der EduFair, der digitalen Messeplattform. Wir haben heute einen interessanten Webcast und einen interessanten Gast zu Gast. Bevor wir jedoch starten, würde ich vorschlagen, wir testen einfach mal, ob die Technik auch so funktioniert. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit im Chatfenster beziehungsweise im Nachrichtenfenster. Beim Fragenfenster können Sie jederzeit mit uns kommunizieren. Bedeutet, wenn Sie jetzt das Bild sehen, das blaue mit den Tagen der Bildung, dann ist es richtig. Und dann schreiben Sie doch einfach mal in den Chat einen erhobenen Daumen oder dergleichen. So. Ein Daumen passt. Ah, sehe ich, einen Ausdruck passt. Freut mich, dann sind wir jetzt soweit. Dann geht es jetzt los mit unserem heutigen Referenten. Das ist der Alexander Schmieden von der Bildungsinitiative Bildungsrebell. Es geht heute um einen Informationswebcast in Form von Intel, nennt sich Skills for Innovation. Und bevor ich jetzt da noch lange Sie dann aufhalte, werde ich sofort an den Kollegen Herrn Schmieden weitergeben, der Ihnen nun alles Wichtige und Interessante zu diesem Thema sagen wird. Wunderbar, dann vielen lieben Dank. Dann starte ich die Übertragung. Prüfe gleich noch, dass Sie den richtigen Bildschirm sehen. Das wäre durchaus von Vorteil. Ja, dann guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie da sind. Wir sind eine kleine Runde, das heißt, wir können den absoluten Mehrwert daraus schöpfen. Das heißt, stellen Sie einfach jederzeit gerne Ihre Fragen, Herr Godenrath wird die dann auch an mich weitergeben. Und ja, also dazu lade ich Sie recht herzlich ein, denn meine Firma heißt auch tatsächlich Just Ask. Und genau diese Bildungsinitiative Bildungsrebell, die habe ich letztes Jahr gegründet. Ich habe eine eigene Beratungs- und Trainingsagentur, bin seit vielen, vielen Jahren im Bereich der Lehrkräftefortbildung aktiv. Schon 2012 fing das Ganze an, als wir eine ganz große extracurriculare Seminarreihe hatten an deutschen Universitäten und ja, war sehr, sehr schön gewesen. Und in dieser Zeit bin ich schon das erste Mal dann eben auch mit den digitalen Medien in Berührung gekommen. Also wie kann Technik unser Lehren und Lernen verbessern, war da die Fragestellung gewesen und seitdem begleitet es mich. Das ist ein sehr großer Fokus meiner Arbeit. Ich bin für Intel tätig seit 2020 mit dem Programm Intel AI for Youth. Das wird heute Nachmittag nochmal vorgestellt. Und seit diesem Jahr auch für Intel Skills for Innovation, was ein ganz, ganz neues Programm ist. Und ja, dann starte ich auch direkt schon mal damit, worum geht es eigentlich? Was ist das Ziel dieses Programms? Und das Ziel, ja, besteht im Grunde genommen darin, unsere Schülerinnen und Schüler fit zu machen. Und zwar fit zu machen für die Zukunft, die wirklich ganz unmittelbar bevorsteht. Also morgen im Grunde genommen. Denn diese Zukunft, die ja braucht, ja, im Grunde genommen erfordert sie ganz neue Kompetenzen, Denkweisen und auch Fertigkeiten werden hier vorausgesetzt. Und die ganz zentralen Weichensteller hierfür, das sind natürlich die Lehrkräfte. Und denen möchten wir auf diesem Weg die Hand reichen. Und Intel hat es schon einmal gemacht. Vielleicht waren Sie da auch dabei gewesen. Vielleicht erinnern Sie sich an das Programm Intel Teach oder Intel Lehren für die Zukunft. Das hat von 1999 bis 2013 stattgefunden. Und das war meines Wissens die größte Lehrkräftefortbildung auf der Welt, die es jemals gegeben hat. Da wurden innerhalb von 15 Jahren wurden ja in über 70 Ländern circa 15 Millionen Lehrkräfte erreicht. Im Ausland hat das vor allen Dingen ganz, ganz stark eingeschlagen, weil dort auch die Lehrkräfte tatsächlich auch Hardware hatten. Die hatten dann schon ihre Notebooks zur Verfügung und konnten das auch wirklich toll ausprobieren. Wir wissen ja, dass wir in Deutschland dafür ein bisschen länger gebraucht haben, aber das macht ja nichts, weil wir jetzt natürlich die Möglichkeit haben, hier mit einem tollen Fortbildungsprogramm dann auch wirklich das alles zu bekommen, was wir brauchen. Also das Programm, was Intel da jetzt auch aufgelegt hat, ist als konsequente Fortsetzung von Intel Lehren für die Zukunft anzusehen und ist absolut tagesaktuell. Wir haben sehr viele Lehrkräfte schon auch als Beta-Tester
gehabt. Und es ist ja jetzt erst gestartet, dieses Programm. Und die waren alle hellauf begeistert gewesen. Also sie sagten sowohl jemand, der noch gar keine Berührungspunkte mit digitalen Medien hatte, genauso wie wirklich Profis, aber es sind ja viele Lehrkräfte auch schon sehr, sehr weit, finden hier ganz, ganz tolle Unterstützungsangebote. Und ja, da bin ich auch schon im Grunde genommen bei den Besonderheiten dieses Programms. Und ja, vielleicht einfach mal um drei zu nennen. Das Programm hat wirklich sehr viele Besonderheiten. Was, denke ich mal, ein ganz wesentliches Merkmal ist, ist, dass dieses Programm von Lehrkräften für Lehrkräfte entwickelt wurde. Also schon mal der eine schöne Aspekt und spannend ist vielleicht auch so als Hintergrundinformation, wo das Programm eigentlich herkommt. Und zwar hat Intel seine Entwicklungsschmiede, was Bildungsprogramme angeht, sitzt in Singapur. Und Singapur ist ja so ein Schmelztiegel. Da leben ja Menschen aus der ganzen Welt und arbeiten dort. Und so ist es auch bei diesem Programm. Also bei der Agentur, die dieses Programm entworfen hat, da ist zum Beispiel ein Deutscher mit dabei. Ich habe Menschen aus den USA kennengelernt, aus Asien, beispielsweise aus Indien sind Menschen dabei oder natürlich aus Singapur. Und das macht es wahnsinnig spannend, weil wir ganz, ganz viele Eindrücke haben, die alle dort einfließen. Also ganz viel Know-how, was Lehrkräfte Tolles auf der ganzen Welt machen, sind in dieses Programm eingeflossen. Und diese internationale Perspektive ist einfach eine ganz starke Bereicherung. Dann ein weiterer Faktor ist sicherlich, dass es bei dem Programm auch nicht um Produkte geht. Und zwar ist es so, dass Technologie zwar in den Mittelpunkt gestellt wird, aber in der Form, dass Technologie der Pädagogik folgt, was natürlich ganz, ganz wichtig ist, um wirklich ihre pädagogisch-didaktischen Ziele erreichen zu können und auch die gewünschten Kompetenzen zu fördern. Wenn Sie jetzt gerade ein Grunzen gehört haben, dann war das mein Hund, der jetzt anscheinend unzufrieden ist, dass ich mit der Kamera spreche, also nicht davon abbringen lassen. Und ja, im Grunde genommen kann man sagen, dass dieses Fortbildungsprogramm wirklich jeder Pädagogin, jedem Pädagogen die Hand reicht. Und zwar, wie ich schon sagte, vom Anfänger bis zur Fortgeschrittenen, von wirklich Grundschule geht das Ganze schon los bis zur weiteren allgemeinbildenden Schulen, jetzt auch Mittelschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, was auch immer, bis auch zu weiterführenden Schulen und beruflichen Schulen gibt es da ganz tolle Ansatzpunkte, weil es sind die wesentlichen Kompetenzen, auf die es tatsächlich ankommt. Und nicht nur Kompetenzen, sondern auch Denkweisen und Fertigkeiten, wie Sie hier sehen. Und grundsätzlich kann man sagen, dass dieses Programm ja drei im Kern Unterstützungsangebote bietet. Das eine ist eine umfassende Lehrkräftefortbildung. Und diese Lehrkräftefortbildung ist komplett geräte- und betriebssystemübergreifend einsetzbar. Dann haben wir direktes Unterrichtsmaterial in Form von Unterrichtspaketen. Also zeige ich nachher auch so ein Beispiel. Ein kompletter Unterrichtsverlaufsplan, zugehörigen Präsentationen, Arbeitsmaterialien, Software, ganz viel Open-Source-Software, auf die hier auch gesetzt wird. Und dann haben wir noch als dritten Aspekt eine Lehrkräfte-Community. Gehen wir mal auf die einzelnen Aspekte ein. Also hier sehen Sie jetzt noch weitere Besonderheiten dieses Programms. Sie sehen, da ist eine ganze Menge, die wir hier zusammengetragen haben. Und ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, ist, was ich angesprochen habe, hier oben dieser Aspekt, dass es von Lehrkräften für Lehrkräfte entwickelt wurde. Also es haben sich nicht irgendwelche Techies ausgedacht, dieses Programm, sondern es ist extrem gut pädagogisch-didaktisch aufbereitet. Es ist stets theoretisch fundiert. Und Sie finden ganz, ganz viel Material aus dem Ausland, auch, aber auch aus Deutschland, Videos beispielsweise von Lehrkräften, die eben zeigen, wie sie das im Unterricht mit welchem Ziel, mit welchem Ergebnis auch eingesetzt haben, die einzelnen Aspekte. Und das ist absolut state of the art. Ich persönlich bin da schon sehr, sehr lange, wie Sie vorhin mitbekommen haben, im Bereich der Lehrkräftefortbildung aktiv, jetzt schon 10 Jahre. Und dieses Programm sucht definitiv seinesgleichen. Also es geht viel weiter als sämtliche Bildungsprogramme, die wir hier in Deutschland haben. Und es ist sehr, sehr praxisorientiert. Auch Handlungsorientierung ist sehr, sehr stark, findet sich dort wieder. Und es im Grunde genommen, was es auch sehr, sehr charmant macht, ist hier unten dieser Aspekt selbstgesteuertes Lernen. Also die Lehrkräftefortbildung selbst, das ist ja einer dieser drei Aspekte neben der Community und den Unterrichtspaketen, die ich angesprochen habe, bedeutet, dass es eine On-Demand-Lernplattform gibt, sodass jeder von Ihnen, jede von Ihnen wirklich in eigenem Lerntempo 100% bedarfsgerecht sich genau die Aspekte rauspicken kann, die
ja, die einem gefallen, die einem zusagen, die den eigenen Unterricht auch nach vorne bringen. Und von daher auch nicht davon abschrecken lassen, dass wir hier bis zu 60 Stunden, das ist sogar mehr geworden, modulare On-Demand-Weiterbildung haben. Sie können sich das rausziehen, was zu Ihnen passt, was Sie eben umsetzen möchten. Das ist auch wieder ein weltweites Programm. Und wir in Deutschland, wir sind nach den USA tatsächlich das zweite Land, in dem dieses Programm jetzt auch eingeführt wurde. Und nebenbei noch eine Randbemerkung, wir sind auch das einzige Land, dafür haben wir uns eingesetzt, ich auch und die Intel-Kollegen, in dem diese Fortbildung auch kostenfrei zur Verfügung steht. Das ist nämlich in anderen Ländern nicht der Fall. Genau, wir bieten dazu auch weiter natürlich unterstützende Online-Workshops werden wir anbieten. Das ist auch Teil der Community dann. Also wir haben beim AI for Youth-Programm, das ja schon länger läuft, haben wir bereits eine sehr schöne Community. Und das ist toll zu sehen, wie die Lehrkräfte sich da wirklich untereinander unterstützen, gegenseitig helfen und selbst auch Webinare für andere Lehrkräfte dann geben, in denen sie zeigen, was sie gemacht haben, Hilfestellung geben. Also das ist richtig toll und genau das möchten wir eben auch in Deutschland umsetzen. Ja, und beim Skills for Innovation Programm natürlich. Hier sehen Sie mal die verschiedenen Stufen und hier ganz, ganz groß natürlich das Ziel, um das es uns geht. Und bei diesem Ziel natürlich der Weg dahin führt über dieses Buffet, bei dem Sie sich das herauspicken können, was Sie wollen. Wir holen wirklich jeden dort ab, wo er wirklich auch Bedarf hat. Und hier zum Beispiel bei dieser ersten Stufe, die wird gerade entwickelt, die Stufe, die wird jetzt im Laufe der nächsten Wochen auch online zur Verfügung stehen, die Anwenderstufe. Und da finden auch Lehrkräfte, die bisher wirklich noch so gut wie keine Berührungspunkte hatten mit den digitalen Medien, wie man die wirklich nutzenstiftend im Unterricht einsetzt, finden sie da ganz viel Handwerkszeug, ist toll aufbereitet. Ich habe da schon reinschauen dürfen, also da wird richtig geholfen, Hilfe zur Selbsthilfe geliefert und auch tatsächlich, es finden vor Ort Webinare statt und es finden nicht vor Ort Webinare, vor Ort Seminare statt und natürlich auch Webinare statt. Die zweite Stufe, die Sie hier sehen, ich gehe gleich auf die Inhalte ein, die ist schon komplett verfügbar in Deutschland, auf Deutsch auch, die ist lokalisiert und da geht es dann los mit ortsunabhängigen Lernen. Ich gehe dann gleich noch drauf ein. Und Motivator und Mentor, das geht dann wirklich immer weiter, wird immer anspruchsvoller, auch die Themen. Hier geht es dann in den Bereich rein, dass es wirklich um kritisches Denken geht, um analytisches Denken Beispiel. Und in der Stufe 4, da haben wir ganz natürlich massiv im Hintergrund die vierte industrielle Revolution und welche Kompetenzen, Denkweisen und Fertigkeiten sie Bedarf im Grunde genommen, welches sie einfordert, auch jetzt schon einfordert von den Schülerinnen und Schülern, wenn sie eben auf den Arbeitsmarkt kommen. Es sind ganz viele Aspekte wie projektbasiertes Lernen drin, aber auch Themen, wie fördere ich die Neugierde im Klassenzimmer. Und das ist, denke ich, auch sehr schön bei diesen Intel-Programmen grundsätzlich. Und zwar sind die immer holistisch gedacht. Ich gehe mal weiter. Hier sehen Sie dann die einzelnen Grobinhalte. Also wir haben 4 verschiedene Stufen. Innerhalb dieser Stufen haben wir verschiedene Kurse und Sie können sich das so vorstellen, dass in jeder dieser Kurse, den Sie hier sehen, aus 3 weiteren Lernmodulen zu zugehörigen Themen dann eben daraus besteht. Und dieses holistische Denken sieht man hier sehr, sehr schön. Und zwar wird hier nicht von Distanzlernen gesprochen oder gar Homeschooling, sondern es geht um ortsunabhängiges Lernen und darum, wie ich auch wirklich unabhängig jetzt von der Pandemie ortsunabhängig sehr tollen Unterricht machen kann, der die Lernenden wirklich weiterbringt. Und wenn ich natürlich jetzt gerade die Situation kennen wir, Ablenkungen sind natürlich auch im, sage ich jetzt mal, Homeschooling ein ganz großes Thema. Da geht es natürlich darum, okay, wie gehe ich mit Ablenkung um, wie fördere ich denn die Schülermotivation? Es geht ja nicht nur darum, meinen Unterricht in andere Lernhäppchen, sage ich mal, aufzuteilen, den neu zu strukturieren, da finden Sie auch natürlich ganz viel Hilfestellung, sondern es geht natürlich auch darum, Mensch, wie halte ich denn meine Schülerinnen und Schüler wirklich am Ball? Wie sorge ich denn dafür? Und wie sorge ich auch dafür, dass sich alle wohlfühlen? Und zwar nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Lehrkräfte. Und wenn Sie Lehrkraft sind, vielleicht wissen Sie es nicht, aber das ist tatsächlich erwiesen, wir haben als Pädagoginnen und Pädagogen die Entscheidungsdichte von Fluglotsen. Und das Ganze ist natürlich durch die Digitalisierung, die da jetzt vorangeschritten ist, nicht besser geworden. Und das heißt, wir müssen auch mit diesem zusätzlichen Stress umgehen lernen. Und da finden Sie auch ganz viele Unterstützungsangebote. Das gilt bis hin, dass Atemtechniken
auch mit dabei sind. Wenn man sich dafür interessiert, gibt es dann einen weiteren kostenfreien Kurs dann von einem externen Anbieter, den man dann besuchen kann und da dann auch noch Unterstützung findet. Also es ist wirklich holistisch. Jedes Thema ist komplett allumfassend gedacht. Genau, also das zum Thema Lehrkräftefortbildung. Hier sieht man nochmal, was eigentlich so ein Modul beinhaltet, was da mit drin ist. Und das können wir uns gleich dann auch online nochmal anschauen. Hier sehen Sie, Einführung und Lernziele ist natürlich ganz wichtig. Dann gibt es eine bestimmte Anzahl an Lerneinheiten. Und es gibt immer ein Einführungsvideo. Dann werden natürlich zentrale Begrifflichkeiten, auch theoretische Fundierungen geklärt und gesetzt. Und dann geht es wirklich darum, aktiv zu lernen, sich auch zu beteiligen mit anderen Lehrkräften. Auch innerhalb dieses Lernprozesses kann man sich wunderbar austauschen. Und was ich immer sehr hervorragend gelungen auch finde, sind diese Praxisbeispiele. Also es ist nicht nur in der Theorie, wie das Ganze funktioniert, sondern wirklich konkrete Beispiele, wie das Ganze in der Praxis in Schulen umgesetzt wird, wie das gemacht wird, um Ihnen da auch einfach Ideen liefern zu können in diesem Aspekt. Dann kann man noch Badges und Kurszertifikate bekommt man. Wir sind gerade auch dran, dass es als offizielle Lehrkräftefortbildung bei Landesinstituten zertifiziert wird. Wie Sie wissen ja, wir müssen da mit 16 in Deutschland sprechen, nicht nur mit einem. Von daher wird es noch ein kleines bisschen dauern. Wie die Plattform dann online ausschaut und wie Sie da drauf kommen, das zeige ich Ihnen dann noch. Jetzt erstmal als Überblick noch hier diese Unterrichtspakete, die ich schon angesprochen habe. Und da geht es wirklich darum, wirklich in der Praxis diese neue, moderne Lernumgebung auszuprobieren. Und wir sind da auch mit einem Partner RedNet gerade dran, Experience Packages auch zur Verfügung zu stellen. Das heißt, Schulen können sich dann auch Hardware dann auch mal ausleihen zu den Unterrichtspaketen. Das ist so ein richtiges Erlebnispaket, wo man mal gucken kann, Mensch, wow, wie funktioniert denn diese ganze neue Technologie? Und bekommen dann auch von unseren Partnern oder von mir dann auch Unterstützung. Und von diesen Unterrichtspaketen haben wir bisher jetzt schon 70 Stück, sind noch nicht alle auf Deutsch, aber wir haben schon angefangen zu lokalisieren. Wir haben jetzt schon die ersten 5, die nächsten 10, die folgen jetzt in den nächsten Wochen. Und ja, wir haben da im Grunde genommen kann man sagen, dass jedes Unterrichtspaket circa 2 Stunden Material für Unterricht bietet. Und Sie können die verwenden, so wie Sie das möchten. Sie können die im Original verwenden oder sich Inhalte daraus ziehen. Müssen natürlich angeben, wo die Inhalte herkommen, aber Sie müssen da nicht diese Original-Intel-Unterlagen verwenden. Also da sind wir nicht so. Nur natürlich, wenn ich eine Quelle habe, dann muss ich die natürlich auch angeben. Und hier sieht man, wie diese Unterrichtspakete grundsätzlich einmal aufgebaut sind. Und zwar haben wir einmal so ein Handbuch für Lehrkräfte. Da habe ich Lernziele drin, Stundenübersicht, Handlungskonzept, hilfreiche Tipps bei Problemen und Bewertungsrubriken für die Leistungsbeurteilung. Also all das, was ich brauche, um diese Unterrichtsstunde auch umzusetzen. Dann gibt es Präsentationen, die das Ganze begleiten. Die sind auch sehr ansprechend gestaltet. Und natürlich das zugehörige Unterrichtsmaterial. Sprich, wir haben Arbeitsblätter, Installationsanleitungen, wenn es etwas zu installieren gibt, Anwendungen, die wir empfehlen. Da achten wir natürlich auch darauf, dass es in Deutschland alles umsetzbar ist, auch datenschutzkonform ist. Und verschiedene Quelldateien, Codes, Datensammlungen. Also es ist dann wirklich alles dabei, was man braucht. Und ich denke mal, wir gehen auch direkt mal in so ein Unterrichtspaket ein, dass Sie das mal gesehen haben. Dann muss ich nicht so abstrakt sprechen und Sie können sich das Ganze auch wirklich wunderbar vorstellen. Also so sieht das Ganze aus. Und hier sieht man zum Beispiel Mathematik der Pandemie. War jetzt bei mir in der Schulzeit nicht so mein Steckenpferd gewesen. Lag vielleicht auch ein Stück weit daran, dass bei mir so die Lebensweltorientierung im Mathematikunterricht bis auf eine Lehrkraft, und das war dann auch richtig toll gewesen, dann hatte ich auch mal gute Noten, richtig gute Noten in Mathe. Aber ja, also war einfach nicht so mein Schwerpunktgebiet. Und zurück zur Mathematik der Pandemie, hier ist es halt sehr, sehr lebensweltnah auch aufgezogen. Also es geht hier um geometrische und arithmetische Zahlenfolgen. Und die werden im Grunde genommen anhand einer sehr, sehr aktuellen Situation aufgearbeitet. Und hier sieht man direkt die Schlüsselkonzepte, um die es geht, welche Software ich dafür brauche. Ihr Informationssystem ist kostenfrei. Die Lernziele, Lernergebnisse und dann hier eine Übersicht zum Unterrichtsplan. Und das ist wirklich sehr minutiös durchgeteilt. Hier noch eine Installationsanleitung für das Geoinformationssystem, natürlich, was Sie benötigen an Hardware dafür. Und dann ist es wirklich minutiös durch und Sie finden im Grunde genommen alle Informationen, die Sie brauchen, Fragen auch, die Sie stellen können,
worum das Ganze geht. Komplett zu den Folien, was Sie da sagen können, worum es geht. Das ist im Grunde genommen direkt einsatzbereit, diese Unterrichtspakete. Und hier am Ende finden Sie eben noch eine Bewertungsrubrik, die Sie verwenden können, wenn Sie das möchten. Hier oben ist immer auch ein Hinweis, für wen das Ganze ist. Also wir haben von der Elementarstufe, Mittelstufe und Oberstufe haben wir hier eine Unterteilung getroffen und hier die Schwerpunktthemen auch nochmal. Dann zeige ich Ihnen auch nochmal die Folien, wie die aufgebaut sind. Finden Sie hier. So geht man hier durch, Mathematik, Übersicht. Und hier jetzt ist man auch schon wirklich drin im Thema, wie tödlich Pandemien sein können, was überhaupt der Unterschied ist, wie man die Mathematik nutzen kann. Hier die arithmetischen und geometrischen Zahlenfolgen. Ich gehe mal weiter. Dann hier erstmal Datenvisualisierung mittels Excel beispielsweise. Und dann, wie so ein Pandemieverlauf auch aussehen könnte. Und hier wird auf dieses Geoinformationssystem eben zurückgegriffen. Und hier ist es sehr, sehr spannend, weil Sie können hier ein ganz, ganz konkretes Datum auch wirklich eingeben und finden dann den Verlauf der Pandemie. Nur hier sind wir jetzt schon ein bisschen später dran. Nur 23. März 2020, hier sah es schon ganz anders aus. Und dann sehen Sie auch hier wieder Aspekte wie Design Thinking, die eben so wichtig sind heutzutage, da auch wirklich die Schülerinnen und Schüler abzuholen und ihnen das beizubringen. B-Fragen, die große Herausforderung und es sind sogar auch dann Arbeitsblätter, werden auch noch mitgeliefert, die Sie verwenden können. Hier zum Beispiel in diesem Beispiel, die sind jetzt tatsächlich auch schon ausgefüllt hier, schon mit Antworten, Vorgaben. Wir haben natürlich auch immer noch eine Schülervariante dafür. Also Sie sehen, es ist direkt umsetzbar und wir arbeiten natürlich an weiteren Paketen. Bei AI for Youth ist es so, dass da aus der Community auch schon viel kommt und bei Skills for Innovation wird es auch so sein, dass Lehrkräfte ihre Erfahrungen mit anderen teilen und wir dann daraus auch neue Unterrichtspakete dann entwickeln können. Also freue mich schon sehr drauf. Gut, gibt es erstmal Fragen bis hierhin, bevor ich Ihnen die Plattform zeige? Also im Moment ist es hoffentlich nicht so, dass das alles sehr gut und umfassend erklärt wurde, dass ich momentan keine Fragen sehe. Also für alle, die zuhören jetzt, wer eine Frage stellen kann, kann dies gerne über das Fragezeichen. Ah, ich habe ja eine Frage, die reinkam. Wie viele Lehrkräfte nutzen den Mehrwert der Community aktuell in Deutschland, ist die Frage, die reinkam. Genau, das ist gerade gestartet, dieses Programm. Das ist wirklich ganz, ganz neu. Wir sind noch an der Lokalisierung der letzten Inhalte. Also wir haben jetzt, wenn Sie diese vier Stufen sehen, haben wir die zweite jetzt komplett übersetzt und lokalisiert. Die Stufe 3 und 4 sind auch schon lokalisiert und übersetzt und werden jetzt in den nächsten 2 Wochen dann, am Freitag wollen wir das freigeben, dass es dann online gestaltet wird. Das heißt, es ist noch ganz neu. Wir haben jetzt aktuell, glaube ich, so um die, weiß nicht, ob es 50 oder 100 Lehrkräfte sind, die das nutzen. Und Ziel ist es dann wirklich, wie bei Intel Skills for Innovation, dass wir da wirklich Tausende von Lehrkräften auch ihnen die Möglichkeit geben, diese Plattform zu nutzen. Also wir haben keine Beschränkung, was die Anzahl der Lehrkräfte angeht, keine Regelung. Sie können wirklich die Inhalte nutzen, wie Sie das benötigen. Sie müssen sich dafür nur anmelden. Und in der Community, da wird es dann, aktuell haben wir eine Teams-Community, aber die sind wir gerade dabei, die auch dann umzuziehen, weil Teams hat auch nur eine Limitierung. Also die Community wird meiner Meinung nach so erst so richtig im nächsten Jahr dann ins Laufen kommen, aber nichtsdestotrotz, die Community existiert in der Form, dass ich auf jeden Fall als Gesprächspartner, wir haben ja ein Feedback-Management mit dabei, wie auch beim AI for Youth-Programm, das heißt, wenn Fragestellungen sind, Probleme sind, können Sie jederzeit auf mich zukommen. Wir werden dann auch, ab Oktober werden wir regelmäßige Sprechstunden anbieten, das ist so der Auftakt, sage ich mal, zu dieser Community und da werden wir dann auch weitere Informationen dann über den Education Campus dann kommunizieren können.
Ja, was noch entstanden ist, sehe ich gerade, ist die Frage der Ja. Kosten. Also ist es, und wer trägt die Kosten zu ertragen? Ist die Schulträger? Das Programm ist, habe ich vielleicht am Anfang, ja, man mag es kaum glauben, weil das Programm wirklich sehr umfassend ist. Es ist wirklich kostenfrei, absolut kostenfrei. Sie müssen sich nur auf dieser Plattform registrieren, aber keine Sorge, wir sorgen dafür, dass da auch keine Spam-Mails oder sonstiges passiert. Das sind wirklich nur relevante Informationen zu dem Programm. Ja, wenn da mal eine Veranstaltung stattfindet oder wenn wir eine große Neuerung haben, wie jetzt zum Beispiel für die Lehrkräfte, dass die neuen Inhalte freigeschaltet werden oder worden sind dann in dem Moment. Das ist komplett kostenfrei für jede Pädagogin, jeden Pädagogen. Und da bin ich wirklich stolz darauf, dass wir das geschafft haben, dass es in Deutschland auch kostenfrei ist. Ja. Ich denke, weitere Fragen werden sicherlich noch kommen. Ja, aktuell sind jetzt noch keine da. Genau. Es ist auch sehr charmant. Ne? Ich bin ja kein Intel-Angestellter, sondern ich habe eine eigene Beratungs- und Trainingsagentur und ich arbeite sehr, sehr gerne mit Intel zusammen. Der Grund ist der, dass Intel die Möglichkeit hat, ja, Intel muss keine Produktschulungen machen, ne? Muss keine Programme oder irgendwas vorstellen, weil Intel-Prozessoren im Grunde genommen ja auch überall drin sind. Also wenn Sie Technologie kaufen, wenn Sie zum Beispiel eine Fritzbox zu Hause haben, allein da schon ist ein Intel-Prozessor mit drin. Und das ist sehr, sehr charmant, weil Intel hat deswegen die Möglichkeit, sich voll und ganz auf die Inhalte zu fokussieren. Und die sind deswegen auch richtig gut. Es geht um Pädagogik, es geht um Didaktik. Und welche Anwendungen Sie dann einsetzen, da sind Sie dann relativ frei. Wir geben Vorschläge oder Empfehlungen, was ich vielleicht ja, empfohlen hat, aber sie sind letzten Endes komplett frei natürlich in der Anwendung und können da auf Bewährtes zurückgreifen oder es gibt ja auch immer neue Anwendungen und da halten wir natürlich auch die Plattform auch am Laufen und wenn sie da Ideen haben, können wir das natürlich auch jederzeit dann aufgreifen und dann auch mit einbringen. Und deswegen geht es wirklich um die Inhalte per se. Also wie kann ich mit schönen digitalen Medien die Kompetenzen, wirklich unsere Schülerinnen und Schüler, die Fertigkeiten und die Denkweisen, die so wichtig sind, in der Zukunft jetzt vorantreiben. Wie kann ich das machen und wie kann ich mir als Lehrkraft da auch eine Hilfe holen, eine Unterstützung holen und mich langsam einarbeiten? Ich kenne Lehrkräfte, die wirklich schon ganz tolle Geschichten machen und die finden dann auch sehr schöne Unterstützungsangebote. Eine Lehrkraft sagte, wow, ich wollte schon immer mal ein Escape Room machen, jetzt weiß ich endlich, wie ich das Ganze machen muss und ja, das ist einfach sehr, sehr charmant. Ich gehe mal auf die Plattform und zeige Ihnen erstmal, wie das Ganze dann aufgebaut ist und danach zeige ich Ihnen, wie Sie sich anmelden können. Also zunächst mal, so sieht das Ganze aus, wenn Sie dann im Grunde genommen eine Einführung haben, wenn Sie eingeloggt sind. Und hier sehen Sie dann die Lehrkräftefortbildung. Ich kann jetzt nochmal hier rausgehen auf die Startseite. So, das ist die Startseite. Hier kommen Sie hin, wenn Sie eingeloggt sind. Da finden Sie hier aktuelle Beiträge. Es ist eine internationale Plattform. Deswegen sind dann, weil wir auch in Deutschland jetzt nach USA gestartet sind und jetzt erst gerade loslegen, finden Sie hier vor allen Dingen auch englische Artikel, die man noch nachlesen kann. Forenbeiträge haben wir noch keinen. Spotlight, das sind so aktuelle Ankündigungen und hier unterstützendes Material. Gut, und wenn Sie dann auf Lehrkräftefortbildung gehen, dann sehen Sie hier diese vier Stufen. Und die hier wird jetzt gerade lokalisiert eben. Die wird jetzt im Laufe des September zur Verfügung stehen auf dieser Plattform. Stufe 2 ist schon komplett auf Deutsch, steht schon zur Verfügung. Und die Stufen 3 und 4 werden jetzt auch in den nächsten beiden Wochen folgen. Also Ende September wird auf jeden Fall alles hier auf Deutsch komplett zur Verfügung stehen. Aber Stufe 2 bietet schon richtig viel. Also Sie können da loslegen. Da habe ich keinen Schmerz damit, Ihnen das jetzt auch schon deswegen vorzustellen, auch wenn die noch nicht auf Deutsch zur Verfügung stehen, weil da ist ganz viel tolles Material schon drinnen, das Sie rein schmökern können, sage ich mal. Und wenn wir hier mal reingehen, dann sehen Sie den Aufbau und der ist dann immer gleich. Ja, also ich habe dann hier die verschiedenen Kurse. Stufe 2 ist der einzige übrigens, der einzige Kurs, der aus diesen vier, die einzige Stufe, die aus vier Kursen besteht, liegt daran, dass diese Kursinhalte nochmal komplett auch ja, aufgrund der Pandemie überarbeitet wurden. Das Programm sollte auch schon 2020 kommen, wurde aber angesichts der Covid-19-Pandemie da weltweit nochmal komplett überarbeitet und ist wirklich, ja, absolut State of the Art, der letzte Stand. Und hier sehen Sie so eine allgemeine Einführung
in die Stufe und dann hier, worum es in den Kursen geht. Und Sie sehen, dass jeder Kurs nochmal aus 3 Modulen besteht, wie ich vorhin schon mal angekündigt habe. Und hier können wir zum Beispiel mal gucken, okay, Technologie und Bildung zusammenbringen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie soll das Ganze denn funktionieren? Und da sehen Sie hier verschiedene Aspekte. Und jetzt möchte ich zum Beispiel Innovationskraft fördern. Sie sehen auch unten, worum es dann nochmal geht, eine detailliertere Beschreibung. Und dann finden Sie hier ein sehr modernes Selbstlernsystem. Und zwar beginnt das immer mit einer Kursübersicht. Also hier haben Sie ein Navigationsmenü zunächst mal auf der linken Seite. Und dann können Sie sich entweder hier nach unten durchklicken und von einer Lerneinheit in die andere gehen. Oder aber Sie können hier über die Navigationsleiste durchgehen. Hier ist dann immer auch dieses Einführungsvideo. Videotranskript steht auch noch zur Verfügung mit den ganzen Inhalten. Und so kann ich mich Stück für Stück durcharbeiten. Hier sind interaktive Elemente mit drin, ein Wissenstest ist drin, man kann auch mal Aspekte hin und her schieben. Es sind beispielsweise auch virtuelle Pinnwände integriert. In der Ursprungsvariante war es so, dass Padlet dafür genutzt wurde. Wie Sie vielleicht wissen, ist das nicht DSGVO-konform. Deswegen haben wir uns für eine DSGVO-konforme Anwendung jetzt aus Deutschland entschieden. Wir nutzen dafür Taskcards. Und dann kann ich auch direkt hier mich schon mit anderen Lehrkräften dann austauschen. Und ich habe jetzt dieses Modul gewählt, weil es hier wirklich erstmal um diese Skills for Innovation geht. Was hat es damit überhaupt auf sich? Ja, Design Thinking, sozial-emotionale Kompetenzen, informatisches Denken. Worum geht es da überhaupt bei diesen ganzen Themen? So kann ich mich dann da durchklicken. Hier sieht man zum Beispiel gleich dann die Taskcards-Pinnwand. Ist auch schon ein Beitrag da und Sie können hier einfach über ein Plus dann einen neuen Eintrag erstellen und sich hier dann beteiligen und mit anderen schon austauschen, auch zu den jeweiligen Aspekten. Nun, Tim finden Sie, TPEG ist sicherlich auch ein Begriff, SAMR-Modell, also ganz viel theoretische Fundierung, dann auch ein Originalvideo mit Ruben Puente-Dura zum SAMR-Modell und hier zum Beispiel auch die Möglichkeit, dann das Ganze zu sortieren. Ich zeige das jetzt mal, das ist jetzt nicht richtig, was ich mache, aber dass Sie das nur mal sehen, dann senden Sie das ab und bekommen direkt ein Feedback und eine Erläuterung dazu und können es nochmal versuchen. Also sehr schön umgesetzt, wie ich finde. Hier auch nochmal wesentliche Hinweise dazu. Und so zieht sich das Ganze durch. Am Ende gibt es dann auch die Möglichkeit, hier zum Beispiel einen Erfahrungsaustausch dann auch zu machen. Auch hier über Taskcards oder eben in der Community. Die internationale Community, die besteht übrigens schon. Also da können Sie sich auch direkt beteiligen über das Forum und mit anderen Lehrkräften auf der ganzen Welt schon austauschen. Also die steht auf jeden Fall schon. Und für die Deutsche, da lassen wir uns noch was richtig Schönes einfallen. Ich habe da so meine Gedanken. Und die Umsetzung soll dann wirklich ab nächsten Jahr dann auch wirklich komplett zur Verfügung stehen. Momentan behelfen wir uns mit Teams aus. Also wenn Sie da Lust haben, dabei zu sein, einfach Nachricht an mich. Am Ende finden Sie dann immer noch eine Zusammenfassung des Kurses und am Ende natürlich ganz, ganz wichtig auch die Literaturhinweise, die Quellen, die verwendet wurden dabei. Aber da muss man wirklich einfach mal durchgehen und die Themen sich anschauen, die, ja, die einem gerade helfen, wie man das Ganze ja, im Grunde genommen sich selbst jetzt einfach weiterbringen will. Schritt für Schritt, man muss das ja nicht auf einmal machen, sondern sowas kann man auch mal in der Kaffeepause mal 10 Minuten machen und dann geht man weiter zur nächsten Lerneinheit. Und ich denke, das ist eine sehr schöne Art und Weise des Lernens und sich da wirklich auf einen ganz tollen aktuellen Stand zu bekommen. Fragen bis hierhin? Im Moment alles rund, wie ich das so sehe. Warten wir ganz kurz, weil Tippen ist ja bekanntlich, dauert ein bisschen länger als Sprechen. Und hier sehen Sie, wie schon überbrücke ich die Zeit ein bisschen, sodass Sie die Möglichkeit haben, Ihre Fragen zu stellen. Allgemeine Kursinformationen über den gesamten Kurs stehen alle hier drin, worum es geht, Lernziele und so weiter. Wie gesagt, bei den Kurszertifikaten die Möglichkeit besteht, aber hier haben Sie natürlich mehr davon
Im Grunde genommen, wenn es dann wirklich von einem anerkannten Lehrkräftefortbildungsinstitut dann auch ausgestellt wird. Und da sind wir auf einem guten Weg, dass wir das erste bald haben werden. Und hier finden Sie dann noch zu den einzelnen Modulen, worum es hier auch geht. Eine Frage vielleicht noch, die ich da sehe. Ja. Im Nachgang bekommen dann die Teilnehmer, wenn sie das wünschen, auch die Kursunterlagen oder beziehungsweise die Unterlagen des Webcasts zugeschickt. Genau, also das können wir machen. Ich weiß nicht, wie wir es machen wollen, ob ich Ihnen, Herr Godenrath, zentral Links vielleicht senden soll, dass Sie die weiterleiten, oder ob ich dann einfach Links in den Chat posten soll. Also da bin ich komplett offen. Ja, die können wir fassen dann eh nochmal nach und fragen, wie es so war. Und da schicken wir dann im Prinzip gleich die Links mit, sehr gerne. Sie können es natürlich auch im Chat posten, wir können beides machen, aber im Prinzip schicken wir es eh nochmal per E-Mail nach. Genau, momentan kann ich nur an Sie senden, aber Sie können es ja dann weiterleiten an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ne? Okay, kein Problem. Genau, dann haben Sie das auch schon mal vorliegen, genau. Ja, also die Möglichkeit haben wir. Gut, und dann zeige ich Ihnen auch noch, wie Sie dorthin kommen. Das ist vielleicht der erste Link, den ich Ihnen auch direkt schon mal geben kann. Und zwar ist es so, wenn Sie auf diesen Link hier gehen, und dann gebe ich noch einen Code dazu, auch noch, sende ich noch. Das können Sie gerne an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiterleiten. Dann zeige ich Ihnen auch, wie das Schritt für Schritt funktioniert. Und zwar, so sieht das hier aus. Wenn Sie das erste Mal auf dieser Webseite sind, hier finden Sie allgemeine Informationen. Das wird aktuell auch noch ein bisschen überarbeitet. Das ist noch ein bisschen Englisch, aber keine Sorge, die Inhalte, die sind schon sehr schön dann. Und hier finden Sie allgemeine Informationen zum SFI-Rahmenwerk, zu den Unterrichtspaketen, zur Lehrkräftefortbildung. Hier sind auch dann schon Zitate von ersten Lehrkräften, die das Programm sich angesehen haben. Von deutschen Lehrkräften finden Sie hier, die wirklich alle von Anfänger bis zu wirklich Profis sehr, sehr begeistert sind, was die Inhalte angeht. Und hier unter Anmeldung, ganz, ganz wichtig, bitte hier nicht Ihren Namen oder Passwort eingeben, sondern als allererstes hier unten auf neues Nutzerkonto anlegen gehen. Und da geben Sie diesen Verifizierungscode ein. Ich habe den in den Chat gepostet, vielleicht kann Herr Godenrath den auch teilen. Und dieser Code heißt Bildungsrebell SFI. Und wenn Sie dann auf Weitergehen, dann kommen Sie hier zur Registrierung. Also Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Passwort. Und dass wir wissen im Grunde genommen, wo Sie zuzuordnen sind. Primarbereich beispielsweise, Sekundarstufen oder hier die Schulart dann ganz konkret. Informationen können Sie auch wegklicken. AGBs und Lizenzvereinbarungen müssen wir leider machen, weil die Lizenzen natürlich da bestimmte Rechte auch mit dranhängen. Genau. Dann können Sie sich registrieren und das nächste Mal, wenn Sie dann auf die Seite kommen, Sie bekommen dann zunächst eine Bestätigungs-E-Mail. Und wenn Sie da draufklicken, können Sie sich dann hier mit Ihrem Benutzernamen und Passwort dann im Anschluss dann auch anmelden. Ja. Dann kann ich jetzt noch. Hat es geklappt mit dem Linkposten, Herr Godenrath? Wir erwarten jetzt gerade noch die absolute Aufmerksamkeit aller Teilnehmer und werden dann im Nachgang alles inklusive des Passwortes dann an die Teilnehmer schicken. Okay, gut. Ich schicke Ihnen dann auch noch, habe Ihnen jetzt den Programmüberblick und eine Infografik habe ich Ihnen noch geschickt. Zwei Links dazu, die Sie dann auch an die Teilnehmer weitergeben können. Ja, also wenn Sie keine Fragen jetzt zum SFI-Programm haben, vielleicht ist ja dann dieses Intel AI for You-Programm auch interessant für Sie. Ist aktuell also wirklich auch ein absolutes Lieblingsprogramm von mir. Im Gegensatz zu Skills for Innovation ist es so, dass es sich wirklich an jede Lehrkraft richtet, an absolut jede Lehrkraft von der Grundschule an. Und bei künstlicher Intelligenz haben wir auch den Anspruch, tatsächlich jede Lehrkraft zu erreichen. Aber wenn es dann darum geht, wirklich
in die Tiefe auch ein Stück weit einzusteigen, auch wirklich dann Projekte mit den Schülerinnen, KI-Projekte beispielsweise umzusetzen, da ist es dann natürlich schon so, dass wir informatische Kenntnisse auch als Lehrkraft benötigen und auch bei den Schülerinnen und Schülern ein Stück weit auch vorausgesetzt sind. Und um das zu gewährleisten, haben wir Folgendes gemacht. Wir haben zum einen einen On-Demand-Online-Kurs haben wir generiert. Das kann ich Ihnen auch direkt mal zeigen. Der richtet sich tatsächlich an jede Lehrkraft. Da sehen Sie jetzt auch gleich die Initiative wieder. Nett kurz. Und hier finden Sie unter Trainingscamp, finden Sie den Kurs zu den Programmunterlagen von Intel. Hier KI für Einsteiger heißt dieser Kurs. Und der ist genauso kostenfrei buchbar, gibt es seit einigen Monaten jetzt mittlerweile. Und hier finden Sie eine Übersicht, Kursbeschreibung, worum es geht. Hier gibt es im Übrigen auch, wenn Sie diesen Kurs absolviert haben, am Ende auch eine Teilnahmebestätigung des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie in Nürnberg, das IPSN. Und hier finden Sie den Lehrplan, da sehen Sie, wie das aufgebaut ist. Das ist auch ein On-Demand-Kurs. Und Sie finden nicht nur meine Folien, sondern auch tatsächlich die Original-Intel-Unterlagen. Und diese Inhalte, wie man schon sieht, da geht es wirklich um Basiskenntnisse. Also da muss man überhaupt nicht programmieren können. Ich bin auch kein Informatiker, ich bin kein Admin oder sonst irgendwie was. Ich bin Anwender und das sind für mich Inhalte, die wir dort rausgesucht haben, die tatsächlich Basisinhalte sind, die uns alle betreffen werden. Die werden jede Schülerin, jeden Schüler betreffen, uns als Lehrkräfte werden die betreffen. Und da geht es natürlich darum, überhaupt erstmal, was ist KI, was kommen da eigentlich für Technologien auf uns zu? Dieses Modul 0, das ist das erste Modul, in dem auch tatsächlich Intel genannt wird. Ja? Deswegen hat es auch die 0, also wenn Sie das nicht möchten, dann können Sie das auch überspringen, aber es ist sehr interessant, wie ich finde. Ich wollte jetzt noch gar nicht reingehen, genau, Lehrplan. Bei Begeistern geht es darum, überhaupt erstmal, im Grunde genommen wirklich Interesse zu wecken. Also da sind tolle kleine Online-Anwendungen, sind Webseiten, die man nutzen kann, um mal überhaupt so ein Gefühl dafür zu bekommen. Was ist denn eigentlich Computer Vision beispielsweise? Wie funktioniert das? In Verbindung bringen ist sehr, sehr wichtig für die Schülerinnen und Schüler, weil wo ist denn überhaupt schon KI drin? Ja, wenn Sie ein Smartphone zu Hause haben, dann wird mit Sicherheit auch schon KI drin sein, wird genutzt sein. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, darüber aufzuklären, um auch wirklich verantwortungsvoll damit umgehen zu können. Wir reden alle immer nur von der Eingabe unserer Daten. Und bei KI passiert ja ganz, ganz viel. Vor allen Dingen wird da nicht darauf geachtet, was man da vielleicht auf dem Handy für Daten hat oder wie die eingesetzt werden können. Aber es geht allgemein auch um Smart Homes beispielsweise. Bei Zweck zum Beispiel, das ist ein sehr schönes Thema. Bei Intel geht es immer darum, mit Technologie auch die Welt besser zu machen ein Stück weit. Und hier geht es darum, okay, brauchen wir überhaupt für diesen oder jeden Fall eine KI, beziehungsweise wo kann die KI auch ansetzen, um etwas für uns alle zu verbessern? Und da müssen sich die Schülerinnen und Schüler mit systemischem Denken Gedanken machen, wo denn so eine Lösung ansetzen kann, um dann auch wirklich was optimieren zu können. Und wir haben da ganz tolle Schülerprojekte mittlerweile schon. Das sind Lösungen zum Beispiel, die erkennen, ob die den Web-Scraping machen. Das bedeutet, es werden ganz viele Webseiten durchsucht, zum Beispiel, um das eigene Haustier wiederzufinden. Oder wir haben Drohnenprojekte, haben wir. Da gibt es so kleine Telluido-Drohnen für 150, 160 Euro kostet so eine. Mit diesen Drohnen kann man beispielsweise mit Gestensteuerung kann man die steuern und man könnte die dafür verwenden, zum Beispiel jetzt ist ja wieder Erntezeit, dass die Felder gescannt werden, ob da Wild drin ist, ne, dass der Mähdrescher da nicht drüber fährt. Bei Möglichkeiten zum Beispiel, hier in diesem Modul geht es darum, welche Auswirkungen hat denn eigentlich KI auf unsere Arbeitswelt? Also was rollt da auf uns zu? Und was müssen wir da im Hinterkopf haben? Und unsere Jugendlichen werden diese Kenntnisse und Fertigkeiten benötigen auf jeden Fall. Aber bei Fallstricke beispielsweise, da geht es natürlich um die ethische Dimension, die sich auch durch das komplette Programm, also es gibt insgesamt 34 Module,
Dieser Grundkurs ist im Grunde genommen, hört er bei Modul 9 aus, weil es danach technisch wird. Die Informatiklehrkräfte schreien ab Modul 10, hurra. Alle anderen, die jetzt keine Informatiker sind, die fühlen sich vor allen Dingen hier immer sehr, sehr gut aufgehoben. Also auch neuronale Netze erklärt für jemand, ja, einfach so als Hintergrundinformation, was ist das eigentlich, was passiert da, was macht da so eine KI? Auch für Menschen, die jetzt einfach nicht keine Programmierer sind, wie ich beispielsweise. Und das habe ich dann, glaube ich, auch sehr verständlich dann rüberbringen können und hilft dann sehr, sehr weiter. Also das ist dieser Grundkurs, den wir haben, dieser Einsteigerkurs. Und weiter geht es dann in die weiteren Phasen. Wir haben dann, wie gesagt, 34 Module. Da geht es dann mit Python los. Python ist einfach die Programmiersprache schlechthin, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Und da betreuen wir dann auch Schulen dann weiter, in den drei Domänen KI für Daten, Computer Vision und Natural Language Processing, um dann wirklich richtig hands-on eigene Projekte an der Schule auf die Beine zu stellen. Und das ist natürlich eine tolle Möglichkeit für die Schule, für Lehrkraft und Schülerinnen und Schüler zu zeigen, ja, was Schule eigentlich zu leisten auch in der Lage ist. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist das gerade auch was sehr, sehr Wichtiges. Und das sind so tolle, engagierte Lehrkräfte dabei, die tolle Ideen noch für weitere Lösungen haben. Und wir werden jetzt dann auch im Herbst, dann wird da die nächste Fortbildungsrunde dann starten. Das ist auch eine Mischung aus Selbstlernkurs, aber dann geht es auch wirklich los mit Webinaren. Und da ist es, denke ich, auch sehr schön, dass die Webinare mittlerweile, die dann technischer werden, von Lehrkräften auch gehalten werden. Und die können natürlich ihre ganzen Erfahrungen einfließen lassen bei der Arbeit mit Jupyter Notebooks oder wie sie das aufgesetzt haben, wie sie das bei sich ins Curriculum integriert haben. Das ist wie jedes Bildungsangebot von Intel. Wir liefern einfach ganz viele Informationen, die, wenn man die selbst zusammensuchen müsste, also eine Lehrkraft hat gemeint, für dieses Programm beispielsweise, da waren bestimmt ein Jahr lang 10 Menschen zusammengesessen und haben diese Inhalte alle schon zusammengetragen. Und es liegt an Ihnen, wie Sie das für sich in Ihren Lehrplan, in Ihren Unterricht integrieren möchten. So wie es Ihnen passt, können Sie das da nutzen dafür. Ja, so viel zu AI for Youth. Vielleicht gibt es dazu noch Fragen. Wenn da Interesse besteht, einfach jederzeit gerne an mich wenden. Herr Gudenrath, Sie können auch die Mailadresse weitergeben. Ich bin dann für die Lehrkräfte da und kann von hier an dann Sie weiter unterstützen. Und ja. Ich sehe zwar im Moment, kommt gerade eine Frage rein. Werden Lehrkräfte für ihre Weiterbildungsmaßnahmen freigestellt? An den Schulen bisher war es so gewesen, dass sie freigestellt wurden, ja, von der Schulleitung her. Das war in der Regel der Fall. Wir haben das ja auch zumindest jetzt bayerische Lehrkräfte, das ist jetzt im Grunde genommen dieses Institut, das ist das Erste, was wir haben. Wir sprechen aber auch mit Dilling. Die finden das auf jeden Fall schon mal auch klasse, was wir da machen. Und so werden wir nach und nach dann auch auf die anderen Bundesländer dann zugehen natürlich. In Rheinland-Pfalz wird es einen Einsteigerkurs jetzt auch schon mal geben, ein Einsteigerseminar. Im November wird es stattfinden. Das vielleicht auch nochmal als Randbemerkung. Ja. Kann man einfach die Inhalte schon mal erleben. Aber wie gesagt, auch bei diesem Online-Kurs, das können Sie sich einfach mal ansehen. Also die Lehrkräfte, die ich jetzt bisher habe, die sich das angeschaut haben, die sagen, das ist super geeignet. Die machen das so wirklich, entweder wenn sie mit der S-Bahn fahren, auf dem Weg dazu, schauen sie sich das an oder wirklich in der Frühstückspause. Das sind so 10 Minuten Online-Module auf Bildungsrebell. Und dann kann man schon abschätzen, Mensch, sind die Inhalte was, die ich mir bei mir, für mich im Unterricht wirklich eine Relevanz haben? Ich denke schon, dass es für die meisten von Ihnen so sein wird, dass man auch diese Relevanz sieht. Und dann kann man ja gucken, okay, da könnte ich mal ein bisschen weiter reingehen oder pick mir dann auch eine Übung rein. Sie haben dann auch komplette Unterrichtsverlaufspläne, wie auch beim Intel Skills for Innovation Programm. Und Sie können nutzen, was Sie möchten. So wie es früher an den Buffets war, heutzutage ist das ja nicht so leicht möglich mit dem Buffet, aber wenn man sich das so vorstellt, eine reich gedeckte Tafel und man kann sich den Teller ganz vollladen oder man nimmt sich nur ein paar Leckereien raus, die einem gerade auch wirklich zusagen. Von meiner Seite wäre ich durch, hätte jetzt keine Inhalte und stehen jetzt gerne noch für Ihre weiteren Fragen dann auch zur Verfügung. Ja, von
Also ich sehe jetzt im Moment gerade keine Fragen. Ich darf jetzt eh noch mal darauf hinweisen, Sie haben es ja kurz angerissen, dass wir heute um 13 Uhr einen weiteren Webcast haben, wo wir dann noch ein bisschen tiefer in die Themen der künstlichen Intelligenz reingehen werden. Dazu können Sie sich natürlich auch jederzeit gerne noch anmelden. Schauen Sie auf die www.edufair.de/webinare und da können Sie sich auch noch kurzfristig auch das dritte Webinar des heutigen Tages noch dazu, da geht es um die Datenschutzgrundverordnung. Trocken ist aber ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, wir haben heute, denke ich, ein ganz rundes Programm. Und jetzt möchte ich mich, falls jetzt keine weiteren Fragen mehr auftauchen, Sie haben jetzt noch 10 Sekunden Zeit. Nein, Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, im Nachgang mit Herrn Schmieden zu kommunizieren, wenn dann später noch Fragen auftauchen, sodass da auch nichts verloren geht. Wir schicken Ihnen im Nachgang auf jeden Fall all die Links, von denen wir gesprochen haben, mit Anmeldungen und entsprechenden Informationen im Code zu, damit Sie da auch selbst mal mit dem Programm auch ein bisschen spielen können, sich dann anmelden, registrieren können. Von meiner Seite ist es jetzt so, dass ich mich herzlich bedanken will für... da kommt auch noch eine Frage rein. Und zwar, welche Ressourcen stehen zur Verfügung? Ressourcen ist jetzt weit gefasst. Ich gehe mal von Lernressourcen aus, oder? Da vielleicht nochmal an den Fragen. Oder wie wir allgemein unterstützen vielleicht. Da kommt, da kommt Visio, Office oder dergleichen. Ja gut, beim Skills for Innovation Programm, das ist wirklich so. Es geht nicht darum, dass wir sagen, so funktioniert Microsoft Excel oder Teams oder welches Tool auch immer. Ne? Also wir geben in der ersten Stufe, gibt es natürlich Anleitungen, wie die Tools, die verwendet werden an den Schulen. Es gibt ja auch Big Blue Button, was sehr, sehr häufig verwendet wird, wie die eingesetzt werden. Und da gibt es auch konkrete Anleitungen, aber dann wird es eigentlich erst spannend ab 2. Also wie mache ich denn wirklich jetzt ortsunabhängiges Lernen? Und da kommen natürlich viele Anwendungen beispielsweise mit rein, die wir einfach vorschlagen. Also es sind viele Anwendungen, die ich selbst schon verwendet habe. Es sind auch neue Anreize und Ideen mit dabei. Und da sind Sie ein Stück weit auch frei. Wir machen da Vorschläge und Sie können das dann 1:1 umsetzen. Ne? Also es wird dann beispielsweise nur die Idee vielleicht von Breakout Rooms mal aufgegriffen, ohne aber zu sagen, Sie müssen jetzt Alpha View Breakout Room oder was auch immer verwenden. Das bleibt Ihnen da wirklich freigestellt. No, oder ob Sie Microsoft 365 nutzen oder vielleicht doch jemand Google einsetzt. Das bleibt Ihnen komplett frei überlassen. Bei Intel AI for Youth ist es so, da kann ich sehr, sehr konkret werden. Also da brauchen wir wirklich, da arbeiten wir mit virtuellen Maschinen, da arbeiten wir mit Jupyter Notebooks, da wird mit Python gearbeitet. Also das ist dann schon sehr konkret, weil dort natürlich dann auch die ganzen Übungen zur Verfügung stehen und die ganzen Bibliotheken. Also wir haben dann Software-Load beim AI for Youth-Programm von 15 Gigabyte. Der Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern kostenfrei zur Verfügung steht. Und ich glaube, was auch sehr charmant ist, auch die Schülerinnen und Schüler müssen sich davon nicht registrieren. Sie können es sich als Lehrkraft, sie bekommen dann, wenn sie im Programm sind, einen Link von uns, können sie die Software runterladen und wie sie auch immer sie das für richtig halten, an die Schülerinnen und Schüler weiterverteilen und dann direkt reingehen und die Übungen dann eben auch vollziehen. Ansonsten, was jetzt Hardware-Anforderungen angeht für dieses Skills for Innovation Programm, da benötigen Sie im Grunde genommen ja nur einen Webbrowser, ja, um die Inhalte sich ansehen zu können. Und dann geht es eben darum, welchen Inhalt Sie nutzen wollen und welches Tool Sie mal ausprobieren wollen. Wir haben da großen Wert drauf gelegt, vor allen Dingen auf kostenfreie Tools natürlich zu setzen. Ja. Wurde die Frage so ausreichend beantwortet? Ich denke schon, es kommt noch. Ein Danke für die Beantwortung der Frage. Offensichtlich. Ja, dann sind wir, glaube ich, soweit am Ende unseres Webcasts angelangt, der sehr informativ aus meiner Sicht rüberkam und auch, wie ich sehe, sind alle bei der Stange geblieben, die Teilnehmer. Und
Und vielleicht auch interessant, wie gesagt, um 13 Uhr geht's los, Intel AI for Youth. Da geht es dann ein bisschen Vertiefung der ganzen, ich habe bereits angeschnittenen Themen. Vielen lieben Dank auch dann an Alexander Schmieden und auch an alle Teilnehmer, die, wie gesagt, bei der Stange geblieben sind, was ja nicht immer so ist, aber in diesem Fall war es offensichtlich sehr interessant. Verbleibt mir im Namen der EduFair noch zu sagen, einen wunderschönen Tag zu wünschen und allen Teilnehmern und auch die mich jetzt auch technisch hier unterstützt haben, zu danken. Und wir sehen uns um 13 Uhr. Herzlichen Dank auch allen TeilnehmerInnen fürs Dabeisein. Schönen Tag noch und auch Ihnen, Herr Gurdenrath, vielen lieben Dank für die schöne Unterstützung und durch Moderation. Gute Woche. Dankeschön. An alle. Von meiner Seite auch. Tschüss.